Hallo, mein Name ist Melissa Tschiftschi und ich bin Mitarbeiterin des medizinischen Versorgungszentrums der TSG Wieseck. Der Tennisellenbogen kommt, wie der Name schon sagt, ursprünglich aus dem Tennissport. Trotzdem kommt diese Verletzung auch häufig bei zum Beispiel Handwerkern vor oder auch bei Sportlern, die ein zu einseitiges Krafttraining durchführen. Die monotonen Bewegungen führen zu muskulären Disbalancen. So kommt es zu einer Überreizung im Ellenbogengelenk und häufig auch zu Entzündungen, die sich dann als Druckschmerz im Ellenbogengelenk und im Unterarm zeigen. Mithilfe der Orthogun bzw. der Orthogo können die muskulären Verspannungen abgebaut und gelöst werden, sodass die Symptome, die beim Tennisellenbogen auftreten, gelindert werden können. Für die Behandlung wird der betroffene Arm zunächst durchgestreckt. Mit den Händen wird die Muskulatur des Unterarms ertastet, um die einzelnen Muskelstränge zu identifizieren und gegebenenfalls einzelne Schmerzpunkte zu detektieren. Die Behandlung beginnt man mit dem großen Aufsatz der Orthogo. Man startet mit niedriger Frequenz und über die Zeit kann die Frequenz erhöht werden. Die Bewegung erfolgt zunächst in Längsrichtung mit dem Muskel und später sind auch kreisende Bewegungen in Querrichtung zur Muskulatur. Wenn es einen Triggerpunkt gibt, sollte dieser nicht direkt angesteuert werden. Es sollte immer bewusst die umliegende Muskulatur gelockert werden. Es gilt auch, nicht auf Gelenken und Knochen zu massieren. Die Orthogun und auch die Orthogo werden nicht auf dem Gelenk direkt angewendet, sondern nur auf Muskeln. Außerdem sollte man sie nicht in der Ellenbogenbeuge verwenden, da dort viele Gefäße und Nerven entlanglaufen.